machen, weil er denkt, ich bin schwerhörig. It's okay. This one classic cocktail cosmopolitan with all sugar and this Kai Piloska from Russia. Good? Good. Yeah. Now second one? Why? Good. Yeah, good. Please, please. Thank you so much. You're welcome. Thank you. So you like the food? Yeah, really, I like ma. And can you please say it in Russian language? Vostna. Good ka, okay. And you like it? Yes, очень вкусно. Thank you very much. You like the food? Delicious. And how would you say it in Russian language? Levish. Huh? What? Levish. Levish? Levish. Levish? Levish. Huh? Gebis? Da-ye-bis. 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 Sounds good to me. And you also like the German food, na? Aroi. Good. Super lecker. Dankeschön. Super lecker. Super lecker. You speak actually very good German. I just compliment you. Also, tschüss, ihr beiden. Gute Heimfahrt. Genieß dein Bier noch, das du mitgenommen hast, und die Würste. Sag mir mal, wie es dir geschmeckt hat. Na? Okay. Alles klar. Tschüss. Danke. Extra von Chalong hergekommen. Super, danke dir. Also ich sitze hier gerade mit Dean in seinem Mercedes und ich muss ja sagen, ich bin ja immer mit meinem Pickup unterwegs. Das schaut ja hier schon mal ganz anders aus. Chauffeur. Schaut euch das mal an. Das ist mein Chauffeur hier, Chauffeur. Genau, der Dean. And I just said, this looks totally different like my pickup, you know. And I never really go into modern cars. Eh? It's like, I feel like I'm in Back to the Future now. You know, that movie is Back to the Future. The music is cool. Ooh, I like the music. Life is one big road and you never know. Maybe it's gonna take you tomorrow. Ja, ich bin jetzt hier beim Dean. Wir sind ja gerade hierher gefahren und schaut euch das mal an. Super Laden. Die Musik ist ein bisschen laut, aber naja, hat er sicher mir so laut gemacht, weil er denkt, ich bin schwerhörig.
kann man auch wieder verstehen. Aber, oh, da war gerade eine Stufe, die habe ich Gott sei Dank abgefangen. Und schaut mal, ich muss es jetzt mal umdrehen, ich habe es falsch in der Hand, das Korn. Ach, besser. Get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go. So just stay tuned for the rest of the show. Also ich muss schon sagen, in Kamala um 1 Uhr morgens rumzulaufen, ich war jetzt gerade da vorne, habe ich nicht aufgenommen, man kann nicht immer alles aufnehmen. Wenn man ein paar Bier getrunken hat und dann so auf dem Weg heimzulaufen, das ist schon geil. Gell? Und muss ich einfach sagen, mich friert es nicht. Ich meine, in Deutschland ist es auch nicht kalt wahrscheinlich, aber mich friert es ja hier nie. Und dann, das finde ich schon geil. Wow. Das ist das Leben in Kamala. Besser geht's gar nicht. So geil. Wirklich geil.
dann da gegenüber essen. Das beste Essen in Kammerlau um die Uhrzeit. Mein geiler Rotischoppon. Dann das Hähnchen in der Safransoße, das ist so geil. I go eat over there, it's the best, best ever. Mein Lieblingsrestaurant in Kammerladen nach Mitternacht, nach auch immer eine durchzechte Nacht, kann man so sagen. Richtig geil hier. So, die Carb. Das ist der Kun Sen. Das ist, sind ja alles Leute so in meinem Alter. Er ist ja 67. Die Jugend, we are lucky, I'm so happy. Your wife do what she do. It's really good food. It's five star. It's amazing. Und wir haben hier ein Essen um die Uhrzeit. Das kann ja gar keiner verstehen. Und das ist so, I hope this will be alive until I die, because this is so beautiful. I can come here early morning and I got fresh chili. Schau mal, wie die das hier machen. Es dauert noch 20 Minuten, da warte ich ja mal gern. Bester Food in Kamala. No, it is really amazing. Na, ich bin jetzt natürlich ein bisschen betrunken und kann nicht immer Kaumukai. Jetzt habe ich es wieder. Kaumukai. Chicken in dieser Safransoße. Um das um die Uhrzeit noch essen zu dürfen, auch wenn ich jetzt besoffen bin. Und das ist ja das Geile. Aber die Menschen sind in meinem Alter, die sind ja danach irgendwann mal weg und da gibt es nichts mehr. Der Chef ist 67, schaut richtig fit aus. Seine Frau um die 60, ja, wie dann sollte es noch gehen? Die Jugend hat gar keinen Bock mehr auf die Scheiße. Für dieses Geld auch. Also ich esse jetzt hier für 100 Baht mit allem drum und dran. Das muss ich mir überlegen. Danke. Kann ich nur Danke sagen zu dieser wunderbaren Frau und dem Mann, die das für mich machen. Ich bin besoffen. Ich weiß auch nie, ob ich das Video irgendwann mal sende. Aber da müsst ihr dann zahlen für so ein Video. Chicken. Schaut euch das mal alles frisch hier, der Cha Nam Yen, den ich immer gern trinke. Das ist hier der Hammer. Das ist Nouvelle Cuisine. What do you do here? Cooking for the tea. Tea also? Yes. Boden tea. And I like your... Yes. It's very good tea. This is fucking the best. I should say not, it's one of the best teas here. I mean, fucking the best because I'm an old guy, I grew up with that language, okay. Und was wir hier zum Essen kriegen und dann der Tee und alles, ist so toll. Schaut mal, alles frisch. So. Everything fresh, salt. Salt, salt, salt. You are Hoxip Chat, right? Yes. Er ist 67. Ja. Yeah. 62. I'm a teenager. 67. Yeah. Yes, I'm a teenager. You are 5 years longer than me. Yeah? Thank you. Okay, und dieses werde ich dann richtig genießen, das Essen. Und yes. Thank you, Kokon Markup. For doing what you're doing. Yes. But I never see you here before, no? Okay, thank you. You are here every night? Yeah, every day, every night. Oh, always in the back? Yes. Okay. Weil der Hammer von dem Lokal, dieser Ausblick und die alten Leute, die da für dich
richtig geiles Essen machen für eine Launummer im Verhältnis zu McDonald's. Da könnt ihr die Füße küssen, den Menschen. Genießt es, wenn es noch gibt. Es. Ich rede jetzt mal von den Ansbacher, weil ich bin ja Ansbacher. Und das ist ähnlich hier. Das erinnert mich an den Weinberg, diese geile Kneipe, wo nur noch die Alten arbeiten. So ist es halt, gell? Ich esse jetzt gerade mal wieder hier im Kammerler, in meinem Laden ab 3 Uhr und das Essen ist fantastisch. Kommt mal her und probiert es. Schaut es euch mal an. Und jetzt habe ich noch einen Roti bestellt und der wird auch richtig gut sein. Lecker. Also, ich muss eines sagen, jeder, der mal in Kamala ist, sollte dieses Erlebnis machen um 3 Uhr morgens. Dieses Essen ist also richtig geil. Futtern wie bei Muttern. 5 Sterne, das Hähnchen und alles hier. Schaut es euch mal an. Der Hammer. Schau mal, wow. Ist das nicht geil, die Chilis hier? Ich habe schon 2 gegessen, vielleicht esse ich noch ein paar mehr, aber wow, ha? Geil, oder? Ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr Hunger habt, um 3 Uhr morgens geht hierher, ist 5 Sterne vom Feinsten. Ja, und denkt bitte dran, abonniert unseren Kanal. Lasst ein Like da und drückt auf die Glocke. Ist doch ganz einfach, oder?